Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Wir befinden uns hier im Bahnhof Rheinhausen. Und zwar ist das hier einmal die Strecke nach Duisburg. Da hat sich nichts geändert, aber in westlicher Richtung hat sich eines geändert. Fangen wir an mit der Regionalbahn 31 Richtung Xanten. Da wurde einfach der ganze Streckenverlauf etwas angepasst. Die Bahnhöfe wurden an den neueren Baustil angepasst. Allgemein wurde die Strecke realitätsgetreuer nachgebaut. Wir gehen hier einmal kurz ab. Wir haben dann hier einmal den Bahnhof Trompet. Dann haben wir hier oben Mörs-Güterbahnhof. Eigentlich ist der viel größer. Ich wollte hier eigentlich 400 Meter Güterzüge reinpacken, aber es werden dann leider nur 280 Meter. Ja, nun ja, das ist halt, weil die Karte zu klein ist. Dann geht es hier weiter nach Mörs Hauptbahnhof, oder besser gesagt Mörs Bahnhof. Da endet auf dem rechten Gleis endet jeweils der zweite RB31 Zug und jeder zweite fährt dann natürlich weiter nach Xanten. Dann haben wir hier eine kleine Güterabstellgruppe. Die Gleise sind teilweise auch schon stillgelegt. Da sieht man auf Google Earth, dass die Gleise schon ziemlich grün sind. Hier kommt noch eine kleine Industrieanbindung ran. Hier sieht man schon das Gleis. Hier fährt gerade ein Güterzug durch. Das ist ja wunderbar. Dann haben wir hier noch eine kleine Güteranbindung. Die wird dann nachher hier unten durchführen. Und dann werde ich hier ein kleines Industriegebiet aufbauen, wo einfach wahrscheinlich zwischen Mörs Güterbahnhof und dem Industriegebiet hier hinten ein kleiner Pendelverkehr eingerichtet wird. Dann haben wir hier die Güteranbindung Richtung Oberhausen West. Und hier haben wir die Personenstrecke über den Rheinkamp weiter nach Xanten. Wer Rheinkamp kennt, da stehen teilweise die neuen Siemens-Züge rum. Ich habe schon ein bisschen gegoogelt, ich glaube, die werden da durchgecheckt, ob da alles passt. Das werde ich natürlich auch so gut wie es geht realisieren. Das heißt, ich werde hier ein paar neuere Siemens-Züge hinstellen und dann wird das Ganze natürlich gut aussehen. Was mich noch ein bisschen ärgert, ist hier das Wasser. Ich habe jetzt mal einige Modder angeschrieben, ob man bestehendes Wasser irgendwie überbauen kann, das heißt das Wasser zu Land machen. Sie sind jetzt gerade noch dabei, das auszutüfteln, ob das irgendwie möglich wäre. Springen wir kurz weiter. Hier sehen wir Oberhausen-Osterfeld Süd. Das ist eigentlich ein Ablaufberg, aber da wir wie gesagt keinen Platz haben, habe ich das zu einem ganz normalen Rangierbahnhof gemacht. Hier passen auch ziemlich lange Züge rein. Das war für mich eine große Voraussetzung dafür, dass ich das neu gebaut habe. Ich möchte nämlich später durchaus längere Güterzüge auf der Map fahren lassen. Ich bin jetzt bis auf 480 Meter hochgegangen. Was Größeres ist einfach auch wegen der Signalisierung, wegen dem Taktabstand auf meiner Map nicht möglich. Aber ich bin schon mal froh, dass ich 480 Meter Züge auf meiner Map rumfahren lassen kann. Hier haben wir den Haltepunkt Osterfeld Süd. Und das ist wie gesagt der Güterbahnhof hier mit einem kleinen, mit einer kleinen Abstellanlage noch dran. Hier wird noch eine Verbindung zu den Gleisen hier hinten kommen, weil der ganze Bahnhof ist irgendwie zweigeteilt, das heißt wir haben zwei separate Abschnitte, wo man die Züge abstellen kann, aber das Ganze ist natürlich noch in Bau, wie man sieht. So, kommen wir nun zum aktuell größten Projekt, das noch auf der Karte läuft. Ja, wer es schon leicht erkennt, ich zoome mal ein bisschen raus. Es ist Hagen-Vorhalle. Das sind, wie gesagt, die Rangiergleise. Ich glaube, ich habe insgesamt 22 oder 24 Gleise verbaut, auch mit einer effektiven Länge bis zu 480 Metern, damit ich die Züge auch zwischen den Rangierbahnhöfen hin und her fahren lassen kann. Dann haben wir hier vorne noch eine kleine Abstellgruppe. Hier ist die Anbindung an die Güterhauptstrecke. Hier hinten kommt noch das Lokbetriebswerk ist es, glaube ich, wenn ich das auf Google Maps richtig sehe. Das ist aber noch im Bau.
Dann habe ich gestern erst die Strecke Hagen Richtung Schwerte neu gebaut. Da haben ein paar Unebenheiten nicht gestimmt. Die Gleisführung war nicht ganz korrekt. Zusätzlich habe ich dann noch die Güterstrecke von hier oben angebunden. Ich finde, das ist doch schon ziemlich hübsch geworden. Auf der Seite kommt nachher auch noch eine Steilwand hin. Das hat mir aber gestern nicht mehr gereicht. Das ist dann die achtspurige Trasse. Die geht eigentlich, die schlängelt sich hier eigentlich mindestens 2, 3 Kilometer entlang, aber ja, bei mir reicht es leider nur für so einen kleinen Moment. Dann haben wir hier die Abzweigung Richtung Hohenlimburg und hier geht es dann weiter Richtung Schwerte. Hier haben wir dann den kurzen dreigleisigen Abschnitt und was aktuell auch noch in Bau ist, ist der Rangierbahnhof Schwerte. Der wird in etwa hier verlaufen. Da möchte ich auch circa 400 Meter reinbekommen. Aber das werden wir dann sehen, wie das Ganze dann funktioniert. Dann habe ich noch die zuvor nicht existierende Schleife hier rüber gelegt. Einfach damit wir den gleichen Status auf der ganzen Map haben. Das heißt, die Züge fahren aus der Karte raus, haben dann unterirdisch eine Spitzkehre, drehen dort und fahren dann wieder raus. Dann habe ich auch bereits gestern angefangen mit dem Abriss von Wuppertal-Langerfeld. Das ist auch ein kleiner Umschlagbahnhof für die Güter. Da steht, soweit ich weiß, eine LKW-Hebebrücke. Das Ganze werde ich auch hier wieder simulieren. Das ist aktuell noch im Bau. Und wenn man nun einen groben Überblick über die ganze Map wirft, das wäre dann im Grunde einer der letzten Baustellen. Dann haben wir alle Gleistrassen erneuert. Das heißt erneuert, wir haben sie in das Moderne umgesetzt. Und dann geht es endlich ans Ausdekorieren. Ja. Das finde ich sehr schön. Das ist die Map. Ich will es nicht zu laut sagen, aber das wird die absolute Lieblingsmap. Ja, ich freue mich, dass ihr wiedermals eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und wir sehen uns. Bis denne. Ciao.